Welche relevanten Daten könnten auf dem damaligen Handy der Ex-Verteidigungsministerin und heutigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gespeichert sein für die Aufklärung der Berateraffäre im Bundesverteidigungsministerium? Nun, offenbar keine mehr, denn wie jetzt bekannt wurde, ist das Handy mittlerweile sicherheitsgelöscht worden. Die neueste Wendung im Tauziehen um diese potenzielle Informationsquelle zwischen dem Ministerium und dem entsprechenden Untersuchungsausschuss des Bundestages. Der soll ja die Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe an Beraterfirmen, möglicherweise sogar Vetternwirtschaft im Verteidigungsministerium aufklären. Und nun das. Dumm gelaufen oder ein Fall von bewusstem Aktenschreddern, wie die Opposition wettert? Martin Schmidt. Sie telefoniert. Sie schreibt. Sie nutzt es einfach gern und überall, ihr Handy. Doch hat Ursula von der Leyen in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin auch Beraterverträge übers Handy vergeben, in Millionenhöhe an den Ausschreibungsregeln vorbei? Die Opposition vermutet das. Überprüfen lässt es sich nicht mehr. Zuerst hieß es, das Handy von Frau von der Leyen sei nicht auffindbar. Man wisse nicht, wo sich das Handy befindet. Vor einer Woche hat man uns dann erzählt, es sei im BMVG, aber den PIN-Code würde nur Frau von der Leyen kennen. Und gestern ist uns dann gebeichtet worden, das relevante Handy für den Untersuchungszeitraum, da wurden die Daten im August gelöscht. Die Daten gelöscht? Schon Wochen vorher hatte der Untersuchungsausschuss von der Leyens Handy angefordert. Hier im Bundestag wollen sie die sogenannte Berateraffäre aufklären. Dafür eigentlich, na klar, auf alle relevanten Unterlagen zugreifen. Das Ministerium liefert für die Löschung heute folgende Erklärung. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass vor einiger Zeit, ich glaube im Sommer dieses Jahres war es, dass verschiedene Nummern von Politikern in die Öffentlichkeit geraten sind. Darunter war auch Ihre Diensthandynummer. Daraufhin musste sie ihr Handy zurückgeben und die Regularien sind, dass diese Handys dann sicherheitsgelöscht werden. Doch die Politikernummern, sie waren bereits im Januar im Netz aufgetaucht. Schon damals wurde von der Leyens Handy getauscht, gesteht das Ministerium am Nachmittag ein. Die Löschung also erst 8 Monate später. Das ist kein Fehler. Das ist vorsätzlich gelöscht worden und damit besteht der Verdacht einer Straftat. Das Ministerium ist auch aufgefordert, gegebenenfalls disziplinar- und strafrechtliche Verfahren einzuleiten, weil nochmal die Vernichtung von potenziellen Beweismitteln für den Untersuchungsausschuss ist ja keine Kleinigkeit, sondern ist schon von erheblicher Relevanz. Ursula von der Leyen telefoniert mittlerweile als EU-Kommissionspräsidentin, war zum Zeitpunkt der Löschung selbst keine Verteidigungsministerin mehr. Im Februar muss sie noch einmal zurück in den Bundestag, sich dem Untersuchungsausschuss stellen.